Yo, servus Jungs und Mädels, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video hier. Erstes Video in dem Jahr, deshalb nochmal frohes Neues an alle auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ihr alle sehr gut ins Jahr reingestartet habt. Das Video heute geht um 7 Dinge, die ich mir persönlich ziemlich wünsche in dem Jahr, dass Call of the Wild diese Sachen so eine Art Jahr reinbringt. Ich habe mir auch gut was überlegt. Ein paar waren schon davor in Überlegungen, ein paar habe ich jetzt im Nachhinein noch gedacht, oh, könnte ganz cool sein. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt. Wir kommen zum ersten Punkt und zwar ist das Cinematic Tool. Ich glaube, werden jetzt die meisten schon kennen, weil ich es schon mal angesprochen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, damals war es drin. Da habe ich selber noch keine Videos dazu gemacht, aber also zu The Hunter Call of the Wild. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre so, so schön. In Way of the Hunter gibt es das so in der Art, ja, aber bei uns leider hier nicht mehr. Ein Cinematic Tool ist eben ein Tool, in dem wir so Hirsche wie da vorne zum Beispiel stehen, dann noch mal von anderen Perspektiven uns anschauen können, uns ja so eine Art ein paar Videos machen können, die perfekt sind für die Videos, die wir eben machen, also die ganzen Creator von The Hunter Call of the Wild. Ich blende euch jetzt mal ein paar Beispiele ein. Das sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut aus und ich hoffe, dass die das irgendwie irgendwann vielleicht mal wieder reinbringen. Wäre ganz cool für unsere ganzen Creator zumindest. Dann würden die meisten Videos vielleicht noch ansehnlicher. Heißt es so? Ja, ich glaube schon. Werden. Also im Vollen und Ganzen muss ich sagen, so ein Cinematic Tool wäre halt, wäre geil. Schreibt mir auch ganz gerne unten in die Kommentare rein, ob ihr sagt, ja, wäre eigentlich auch cool für Leute, die so jagen gehen, um vielleicht bessere Screenshots zum Beispiel zu machen oder keine Ahnung was. So, hier haben wir unseren Weißwedelhirsch, ja. Oh, der hat sogar Gold gescored, okay. Ziemlich knapp. Nicht schlecht. Als zweiten Punkt, ich weiß nicht, ob ihr das Ganze fühlt, aber wir haben ja hier ein ganz normales Handy. In The Hunter Classic, also das damalige The Hunter, Call of the Wild zeige ich jetzt einfach mal, gab es eben so ein Hunter Mate. Für mich wäre es ziemlich cool, besonders weil wir jetzt das Handy ja haben und ich glaube, es wäre ziemlich cool, wenn sich das Handy auch in ein paar Sachen, ja, sich verbessert. Das bedeutet, es wäre ziemlich cool, wenn man zum Beispiel so in der Art einen Club machen kann, mit dem man auf dem Handy schon tracken kann, wie viele Tiere ihr zusammen schon erlegt habt, wie oft habt ihr schon zusammengespielt und das Ganze. Also so Apps könnt ihr mir ganz gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr da noch so für Apps gerne haben möchtet oder sehen möchtet. Wäre aber ziemlich cool. Klar, in The Hunter Classic gibt es das Hunter Mate, wie gesagt, und da gibt es auch 2 Spiele, die kann man darauf spielen. Ich werde euch auch jetzt mal ganz kurz einen Clip einblenden und zeigen, dass man da eben 2 Spiele spielen kann. Und zwar gibt es hier ganze 2 Games und zwar einmal Lane Bandit. So, und dann kann man eben solche kleinen Minigames eben hier machen. Ich guck mal, wie weit ich jetzt einfach komme. Und es ist halt wirklich so nebenbei. Ja, egal. Es ist halt nebenbei doch eine ziemlich coole Sache. Muss ich ganz ehrlich so sagen. So, und als nächstes Game haben wir dann eben noch das typische. Das kennt ja wahrscheinlich eh jeder. Also es ist sau cool. Und solche Spiele wären zum Beispiel cool, aber eher so Apps, wo man sich dann auch übers Spiel auch ein bisschen unterhalten kann. Aber insgesamt trotzdem auch ganz cool, wenn man so nebenbei einfach mal so ein Game zocken kann. Übelst, übelst cool tatsächlich. Und ganz genau sowas würde ich tatsächlich auch in The Hunter Call of the Wild fühlen. Auch vielleicht ein Spiel spielen, einfach mal nebenbei. Besonders bei der Ansitzjagd. Einfach mal kurz nebenbei ein Game zocken oder mal kurz auf so eine App rumchillen. Besonders, weil wir ja jetzt so ein Handy haben, anstatt so ein altes, Gerät, sage ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass ihr da mich auch ein bisschen versteht. Es war schon Ewigkeiten mein Wunsch, dass es solche Apps dort gibt, weil ich dachte, cool, die haben es jetzt auf ein Handy so in der Art abgedatet 2017, wo eben das Spiel rauskam. Da habe ich gedacht, boah, da kommen bestimmt noch Sachen und seitdem ist tatsächlich nichts gekommen. So, jetzt kommen wir zum dritten Punkt und zwar, bin ich ganz ehrlich, das ist der coolste Punkt von allen, glaube ich, denn ich wäre tatsächlich für einen Jagdschein. Klar, jetzt sagen welche, ja, aber wie willst du das machen? Hört mir mal ganz kurz zu und zwar, es wäre doch übel die nice Idee, wenn man für 3 Tiere einen Tierjagdschein machen kann. Für maximal zum Beispiel 3 Tiere. Ein Jagdschein kostet aber 150.000. Die Hunter Call of the Wild Money. Dann holst du dir den und dann musst du eben irgendeine Prüfung bestehen. Zum Beispiel, wenn du jetzt den Rothirsch-Schein so in der Art machst, dann steht oben dran, von 20 Schüssen musst du jetzt 10 ins Herz treffen. Und jeweils kannst du für 150.000 Mal, wenn du aber die Aufgabe verkackst, 3-mal nochmal wiederholen, kostenlos. So in der Art. Und wenn du dann eben die 10 Herzschüsse hast in den nächsten 20 Schüssen und du hast es bestanden, dann kriegst du eben so einen Jagdschein, wo eben Rothirsch und das Ganze draufsteht, deine Daten und das Ganze und natürlich auch die
die Treffer, die du bei dem Tier gemacht hast, wie viele du schon erlegt hast. Da könnte man noch sehr, sehr viel für das einzelne Tier mit reinsetzen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das wäre sowas von Wunschgedanke von mir. Wäre so, so cool. Klar, ich glaube, das werden sie so niemals richtig reinbringen. Auch wenn ich sage, ich weiß, man weiß nie. Man weiß nie, aber ganz ehrlich, ich habe das auch von noch keinem richtig gehört, den Vorschlag. Ich muss ehrlich sagen, so ein Tierjagdschein wäre so, so cool. Erstens 150.000, die Huntergeld hat jetzt nicht jeder, also kann sich nicht jeder so einen Schein eben gleich mal direkt leisten. Dann ist es ziemlich cool zu sehen, wie viele du von einem Tier schon erlegt hast. Besonders, wenn du maximal nur 3 Tierjagdscheine haben darfst, dann würde ich natürlich auch die 3 Tiere nehmen, die dir am besten gefallen. Und es ist halt cool, dann anzusehen oder sich mit seinen Freunden hinzusetzen. Hey, guck mal an, mein Tierjagdschein, ich habe schon da tausende von Kills und Herzschüsse und bla 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 und keine Ahnung was. Es wäre auf jeden Fall eine ziemlich, ja, es wäre eine gute Idee. Es wäre eine gute Idee. Als nächsten Punkt habe ich dann auch noch einen Punkt, wo ich jetzt sagen muss, dass ich den schon länger im Blick habe. Und zwar ist das ein neues Fahrzeug, ein Jeep oder so. In Way of the Hunter gibt es ja sowas schon, aber zusätzlich würde ich noch ein Futteral ziemlich praktisch sehen. Wer nicht weiß, was ein Futteral ist, das ist im Normalfall eigentlich so eine, ja, so eine Hängetasche, die man sich hinten an den Sitz hin macht. Ich blende euch da einfach mal ein Bild ein, falls ich da eins finden sollte. Denn dort kann man noch seine Waffen, seine Munition, also die ganze Ausrüstung noch einmal, jetzt geht er hier runter. Also in diesem Futteral kann man eben, wie gesagt, seine Waffen, seine Munition, seine Ausrüstung so in der Art lagern, ohne es im Rucksack zu haben. Wäre ziemlich, ziemlich cool, wenn da irgendwas kommen würde, weil der Rucksack, man muss es ehrlich sagen, dann sind halt die Schritte immer so krass laut. Deshalb nehmen eigentlich die meisten keinen Rucksack mit. Mir wäre es aber tatsächlich auch recht einfach, so ein, ja, so ein Quad-Koffer hinten auf dem Quad drauf zu haben. Also anstatt eben dieses, diese Futteraltasche da, wäre auch von mir aus komplett in Ordnung. Aber irgendetwas, womit man ja seine Ausrüstung noch mitnehmen kann. Als nächsten Punkt, das sieht jetzt gerade übelst cool hier aus, als nächsten Punkt haben wir dann neue Lockmittel. Und klar, wenn man das, sich das jetzt anhört, dann denkt man sich, man hat doch einen elektronischen Lockrufer und das Ganze. Aber es geht halt bei manchen Tieren immer noch nicht, dass wir die Tiere an sich locken können. Zum Beispiel eine Bergziege. Und klar, mich würde es tatsächlich freuen, wenn dieses Jahr noch, ich weiß nicht, warum werden denn die Tiere nicht mehr? Ich kriege keinen Umriss mehr. Ist das normal? Keine Ahnung, was da los ist. Denn ich würde es feiern, wenn Lockmittel wie ein Bärenfass zum Beispiel mit ins Spiel kommen würde. Oder so ein Ziegenmineralienspender. Die gibt es ja tatsächlich schon in die Hunter Classic, was ich gut finde. Benutze auch ganz gerne das Bärenfass dort, weil es funktioniert einfach astrein. Und du kriegst wirklich nach einem Tag mal gut 4 bis 5 Bären, die sich dort eben dann auch echt lange Zeit aufhalten. Und ich finde halt dieses Gefühl, wenn du am nächsten Tag reingehst, und dieses Gefühl, oh, steht jetzt was dran, das hat schon etwas, muss ich so sagen. Besonders der Ziegenmineralienspender würde ziemlich cool sein, denn Bergziegen kann man bis heute immer noch nicht anlocken. Ich meine, die sind ja dann wahrscheinlich nicht nur für die Ziegen, man kann dann Wildziegen und das Ganze auch noch mitnehmen. Wäre tatsächlich eine coole Idee. Das ist genau das gleiche wie mit dem Bärenfass eben auch. Natürlich kann man damit jetzt nicht nur den Schwarzbären anlocken, sondern auch den Grizzly, den Braunbären. Das ist aber natürlich selbstverständlich. Verständlich eigentlich. So, hier haben wir den und ich habe keinen Umriss. Keine Ahnung, was das gerade ist. Dann kommt jetzt etwas, wo ich sage, okay, vielleicht finden es manche unnötig, denn ich würde mir eine Wildkamera tatsächlich gerne wünschen. Klar, bringt jetzt wahrscheinlich ja nicht so viel, aber wenn ich jetzt hier so eine Wildkamera hier einfach so aufsetze in die Richtung und ich jag aber zum Beispiel in die ganz andere Richtung und sehe oben an meinem Bildschirm plötzlich, dass da etwas kommt. Das wäre erstens fürs Video ziemlich cool und aber auch fürs Jagen an sich. Oder wir machen hier irgendeinen Spray hin, machen die Wildkamera hier rein, sitzen uns irgendwo dort hinten hin, sehen schon, dass er rankommt, aber sehen ihn auch vom Nahen, weiß ich nicht. Würde ich irgendwie fühlen, könnt ihr mir auch ganz gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr sowas fühlen würdet. Dann nehmen wir den hier auch direkt mal raus. Ein relativ schöner. Gut, den habe ich jetzt verschossen. Jetzt auch nicht so schlimm. Wäre ein Silber gewesen. Dann würde ich auch direkt zum letzten Punkt kommen. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich, mein Gefühl sagt, wir brauchen endlich mal wieder eine neue Lodge. Klar,
Wir haben die Hirschfelden Lodge, wir haben die Savannen Lodge und wir haben natürlich auch die Leighton Lake Lodge, wobei wir natürlich nicht alle Tiere selber nach unseren Wünschen reintun können. Die Hirschfelden Lodge, ich glaube 2019 kam die ja mit ins Spiel. Danach haben wir dann die Saseka Safari Lodge bekommen, wo ich sagen muss, natürlich haben die meisten dann dort ihre Tiere ausgestellt, weil die ist halt viel, viel größer. Doch ich muss ganz ehrlich sagen, eine neue Lodge würde dem Spiel tatsächlich jetzt sehr, sehr gut tun. Jetzt kommt aber demnächst ja die neue Map raus, deshalb würde ich sagen, dass wenn überhaupt eine neue Lodge rauskommt, vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen später als Mitte des Jahres oder vielleicht sogar Ende des Jahres, also 2024, vielleicht eine Lodge rauskommt. Aber könnt ihr mir auch ganz gerne in die Kommentare reinschreiben, was für eine Lodge ihr da ganz gerne sehen möchtet. Ich habe ja vor kurzem auch eine Umfrage gemacht in der Community-Tab und da habt ihr natürlich auch schon fleißig gewählt. Klar, die Lodge sind natürlich jetzt nicht offiziell oder so. Also ich habe die jetzt nicht von Expansive Worlds so zugestellt bekommen. Also das sind irgendwelche Lodges. Aber eine neue Lodge würde ich tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich fühlen. Muss jetzt nicht komplett groß sein, sondern einfach mal wieder ein neues Ambiente einfach mit ins Spiel reinbringen. Wäre echt schön. So, Dolle. Ja, ist ein Zweier in Silber und mit dem beenden wir auch hier das Video. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich ganz gerne mit einer positiven Bewertung sehen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Marci. Reingehauen.